Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Na, habt ihr es schon vermisst? Ja, Freunde, wir spielen wieder Skyrim, allerdings nicht das Original Skyrim. Wir spielen ab heute Skyrim Andernell, die Total Conversion Mod von... Ich hab's gerade nicht im Kopf, wir gucken mal kurz in die Mitwirkende. Steht's hier drinne? Surreal, genau. Und wir fangen ein neues Spiel an. Ich habe aber die Befürchtung, dass das Ganze nicht mit dem Controller funktioniert. Wir werden es gleich im Spiel sehen. Wir drücken erstmal auf ein neues Spiel. Andernell entdecken. Ja. Bin gespannt. Hallo? Achso, ich habe Nein gedrückt. Oh. Investiert ihr in die Erinnerung des Kriegers, werdet ihr Kampfhaltung freischalten. Diese gewähren permanente Boni, aber auch Mali. Welche Kampfhaltung für euch die richtige ist, hängt von eurem Spielstil ab. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr neugierig auf das Spiel. Das ist das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Der Ladescreen ist ein bisschen seltsam, weil ich nicht weiß, warum hier sich nichts bewegt. Aber gut. Ich bin gespannt. Wir tauchen quasi in ein neues Abenteuer ein, nicht mit unserem alten Charakter, das wird eines Tages wiederkommen mit unserem alten Charakter, aber erstmal hier. Controller funktioniert nicht. Sieht super aus. Wir müssen mit Maus und Tastatur spielen, das wird eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich muss Fatih sprechen. Er hat mir was Wichtiges zu sagen. Kann ich vorher in die Option gehen? Dies ist euer Tagebuch. Hier könnt ihr eure Aufgaben, Statistiken und Systemeinstellungen vornehmen. Unter Quests könnt ihr Aufgaben markieren. Dann werden ihre Questziele auf der Karte angezeigt, sofern die Quest über bekannte Ziele verfügt. Unter Statistiken könnt ihr eure bisherigen Schritte verfolgen. Unter System könnt ihr Einstellungen für Gameplay, Anzeige und Steuerung vornehmen. Und unter Hilfe ein Handbuch für das Spiel finden, falls ihr die Hilfe benötigt. Nein, ich brauche keine Hilfe. Steuerung. Ja, keine Controller-Unterstützung, finde ich ein bisschen traurig. Aber gut. Man muss mit dem leben können, was man kann, hat, ne? Ich weiß nicht, ob der Sound zu laut ist oder zu leise. Ich glaube, der ist ein Ticken zu laut, oder? Einstellungen. Nein, Einstellungen, Audio. Zumindest die Musik. Okay. Aber wollen wir sehen. Es sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Ich wollte die Mausempfindlichkeit einstellen. Ja, besser. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal Obst, das kann ich aber nicht mitnehmen. Wir sollen zu Fatih gehen. Pferde? Kann ich Pferde reiten? Nein. Oh. Gibt's hier irgendwas, was ich nehmen kann? Ein Schaukelstuhl. Ein verbrannter Schaukelstuhl? Bücher. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihrer Familie. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Aber da wir in einer Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir, die Freunde des blutigen Fleisches, uns mit tierischem begnügen. Okay. Wer sind diese Typen, die die ganze Zeit irgendwelche Leute fressen? Ich meine, selbst wenn die Kraft auf mich übergehen würde, ich würde das doch ein bisschen abartig finden. Schon wieder? Warum? Und wem gehört die Puppe? Wer hat das hier liegen lassen? Ich brauche eine Waffe. Ich will dieses Rebhuhn erledigen. Oh,
Spornkrone. Was war das? Oh Mann, ich will meine Waffe haben. Hallo, bist du Fati? Ah. Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Was finden? Wo sind wir hier, Fati? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Haben die keine Namen oder was? Okay, ab sofort bin ich einfach nur noch du. Okay, ich heiße du. Nein, habe ich nicht. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Alles klar. Fati! Ohne Namen! Die namenlose Familie. Doch jeder weiß, wir sind die Ashingtons. Das weiß doch jeder. Ah, nichts, schade. Alter, das ist verdammt viel Grün. Ich merke richtig, wie meine FPS sinken, wenn ich ins Grüne starre. Holy shit. Aber es sieht auch echt geil aus. Ach, deswegen geht's nicht mit Tastatur. Hier sind spezielle Mods installiert. Nicht mit, Controller. Ich hab's doch hier gesehen, ein Messer. Ich habe ein Messer. Oh, Freunde, ich hab ein Messer. Wie komme ich in mein Inventar? Ich kann nicht ausrüsten. Okay, dann halt nicht. Hm? Erstmal alles mit dem, was... Holy shit! Ist das ein Horror-Game? Das muss ein verdammtes Horror-Game sein. Alter. Sicher, dass das ein Elch war? Fatis herzhafte Fleischpastete. Zutaten: 2 Pfund gehacktes Fleisch, 1 Glas Mehl, 1 Handvoll gestampfter Knoblauch, 1 Handvoll gemahlenes Flüsterkraut, 1 halbes Glas Fleischbrühe, 1 Prise Zucker. Erstmal alles klauen, was geht, ist ja logisch, ne? Es fängt schon an, mein Exhibitionismus, er geht weiter. Oh, Schuhe. Cool. So. Habe ich meine ersten Schuhe, ja? Edle Schuhe, Wert vom... Oh, okay. Ziehen wir die normalen Schuhe, obwohl edle Schuhe passen mehr zu mir. Also, die sind schon recht wertvoll. Was haben wir hier? Tomate, Knoblauch. Die Bücher. Und wertvolle Sachen, die wir verkaufen können. Okay. Oh Gott, er will mich umbringen! Töte mich nicht. Bitte. Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Oh Gott, wir sind diese komischen Krieger, die alles auffressen wollen. Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Hm? Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Gott, ich muss hier weg. Oh Gott, der ist krank. Der ist krank. Okay, wir haben natürlich die Vorgängervision nicht gespielt. Es gab natürlich einen Vorgänger, basierend auf, ich glaube, Oblivion oder Morrowind. Aber wir werden schon herausfinden, was hier abgeht. Okay, wir haben nicht die große Wahl. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit der Masken. Ach, mein Dummerchen.
Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran, verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Beim Namen des Schöpfers! Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammer auf die Nerven gehen? Uns? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Und anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Oh Gott, lauf! So wie du uns getötet hast. Oh Gott! Und jetzt glaubst du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Nein. Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Dann ist das Fleisch, aber nicht mich. Als obenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! What the fuck ist da abgegangen? Beendet ein schöner Sommertag. Ja, der war schön. Ich werde mich morgen immer noch dran erinnern und heute Nacht beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten. Durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war Dinara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige Erleuchtung der Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Okay, ich hoffe, das war nicht zu laut für euch. Ich habe nur gesehen, dass der Anschlag, der Audio-Teil ziemlich hoch war. Das Lustigste an der ganzen Geschichte ist, auf meinem Bildschirm habe ich nichts gesehen. Ruhe, verdammt nochmal! Willst du das ganze Schiff wecken, oder was? Hm?
Ach, bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Enderal. Ich habe Enderal gesagt, ne? Enderal. So, für alle, die es selber spielen wollen, unten in der Beschreibung ist natürlich alles verlinkt, was ihr alles braucht, um dieses Spiel spielen zu können. Einfach nachschauen. Für alle schon mal von Anfang an, wenn ihr kein Skyrim habt, wird das schwer. Das heißt, Skyrim braucht ihr mindestens. Wie kommst du drauf? Leicht, aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Warum sollte ich? Diese Bastarde von Schöpferdeppel haben das zu verantworten, nicht ich. Ja, das klingt gut. Resolut wie immer. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Wer sein Schiff so schlecht bewachen lässt, ist selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Nicht nur du, aber vielleicht können wir das Geld ja zurückzahlen, sobald wir da drüben eine Anstellung gefunden haben. Geld zurückzahlen? Da kennt ihr mich auch falsch. Selber schuld? Wir sind Diebe, verflucht, Betrüger. Und anders als dir macht mir das hier keinen Spaß. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Okay. Wir sind selbstverständlich, Ach, Geschlecht. Wir sind weiblich, logischerweise. Aber wir sind bei Skyrim, sind wir immer weiblich. So, warum wir Festländer haben, ich weiß es nicht. Halb Aterna. Auf dem sumpfigen Kontinent Myaranath aufgewachsen, zwang die durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachte Zerstörung des Landes viele Aterreiral zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwarteten. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihrer angeborenen Magiebegabung, manche vergötterten sie dafür. Viele Aetyraner verdienten sich ihr Leben als fahrende Spielmannsleute. Alter Musik, ich hab dich leiser gestellt. Sei leise. Halb Araceala. Gott. Die sieht wenigstens süß aus. Dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Araceal entstammend sind die Ach du Scheiße. Diese Namen, ne? Araceala, von der Spaltung ihres Volkes geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre pantheistischen Bräuche pflegten, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiges Teil der zivilisierenden Welt. Ja, das hört sich für mich als nichts an. Halbkiliene. Oh Gott. Als abgeschottetes Volk sagt man den Bewohnern des Gürtels von Kile einen eigenbrötlichen Geist nach. Kilinen gelten als begnadete Geschäftsleute, ein Gerücht, was sich nicht zuletzt durch die auf den Inseln von Kile ansässigen Süßwasserhandelskompanie als Wahrheit beweist. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Mach's mir noch schwerer. Krana entstammen den namensgeblichen ergebenden Wüstenkontinent, der sowohl unfruchtbar und ungastlich gilt.
Gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Mystik, der Kunst. Während viele Fremdländer Kyra für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderol oft als ketzerisch und sittenlos. Also, das gefällt mir bisher am meisten. So. Es gibt nur Voreinstellungen. Keine. Ach, Hautfarbe kann ich ändern. Gewicht kann ich auch nicht ändern. Nur die Hautfarbe. Ja gut, muss reichen. Hauttyp. Was ist jetzt der Unterschied? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich bin eine junge Braut. So, Schmutz im Gesicht. Kann man haben, muss man aber nicht. Schmutzfarbe brauchen wir nicht, Narben. Ja, die Narbe gefällt mir. Tattoos. Das sind die normalen Skyrim-Tattoos. Haben nicht viel gemacht. Aber Tattoos im Gesicht finde ich eigentlich hässlich. Das ist aber recht cool. Oh, das ist süß. Das ist auch nicht schlecht, ne? Komm, wir nehmen das. Das ist viel zu süß. So. Tattoo-Farbe. Hä? Ja, das finde ich auch. Was? Genau, das finde ich eigentlich ganz cool. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es das gibt. Wir nehmen Rot. So. Kann ich meinen Namen irgendwie? Ich glaube, ich kann nur ich heißen. Gesicht, Nasentyp, Nasenhöhe. Ich deine normale Nase haben. Nasenhöhe. Ja, das müssen wir alles nicht ändern, ne? Vielleicht noch die Kiefereinstellungen, dass wir ein bisschen süßer aussehen. Kieferweite. Frauen brauchen ja ein kleines Kieferchen. Wangenhöhe. Oh, das so sieht freundlich aus. Und dann töte ich sie einfach alle. Also, plötzlich kann man hier alles Mögliche einstellen im Gesicht. Und den Rest kann man nicht machen. Kopffarbe. Was ist denn eine Kopffarbe? Also, cool. Nackenfarbe, Kinnfarbe, Nasenfarbe. Untere Wangenfarbe. Kann man sich so ein bisschen schminken, ja? Lachfalten. Mit Maus und Tastatur ist das so elend. Ich will meinen Controller zurück. Wangenfarbe, Wangenknochenbreite, Kieferknochen. Ja, komm, wir lassen das so. Kann man hier irgendwo noch meine Haare ändern? Also, ich kann alles ändern. Nur meine Haare nicht, oder? Oh, und es gibt speziell was für. Achso, dann geht's noch weiter. Augentyp. Na. Ja, wir nehmen das. Das sieht am normalsten aus. Brauentyp. Ja, ich will ja auch, dass man unsere Augenbrauen sieht, ne? Kann ich mich Augenbrauenfarbe? Wieso gibt's keine braune Farbe? Was soll denn das? Mundart. So, normaler Mund reicht. Haare, da haben wir es doch. Okay, ich sehe komisch aus. Ein ordentlicher. Oh. Oh, hallo, meine Süße. Hast du heute schon ein Date? Holy shit. Haben wir noch hier so Schönes? Erstmal voll die Raster locken. Bitte was? Oh Gott, sehe ich scheiße aus mit den Haaren. Die passen gar nicht zu mir. Ich muss sagen, bisher ist das Beste halt das hier. Oh, das hier war's, ne? Oh ja. Oh. Mhm. Haarfarbe.
Ja, blond will ich nicht. Es gibt zu viele blonde Frauen, Freunde. Es gibt einfach zu viele blonde Frauen. Oh ja. Oh ja. Das finde ich gut. Ich will meinen Namen ändern. Ja. Ha! Ich heiße Zero von Arshington. Ich bin zurück. Bam, bam, bam. Arasial, richtig. Wie konnte ich das vergessen? Sie war eine der wenigen Dünenländerinnen, die jemals Fuß auf ein Schiff gesetzt hatten. Ja. Ja. Naja. Ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache. Moment. Hörst du das? Verflixt noch eins. Da ist wer. Die Weiber von. Bitte, wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Welche, die? Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte. Hinein in die gute Stube. Oh oh. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartieren. Ich hab halt nicht geduscht. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Weiß der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, ich unten, alles klar? Alles klar. Der kommt doch hier im Leben nicht rein. Oh Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen, los! Ich hab nicht mal eine Waffe! Vielleicht soll ich aufstehen. Los, weich ihm aus! Komm, leide! Ach du Scheiße, der Typ hat so viel Leben. Aber, ihr kennt mich, Freunde. Ich mach sie fertig. Nicht so brutal. Okay, Freunde. Ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich den Sound ordentlich einstellen. Ich glaube, der war nämlich zu laut gerade. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge von... Enderil. Skyrim. Oh yeah.